Und jetzt mit der frühen Führung für den VfB Niklas Franz Voll. 2012 zogen sie einmal ins Endspiel ein und haben jetzt den Ausgleich erzielt. Im Achtelfinale reihenweise ausgeschieden sind. Da hat aber jemand was gegen und der heißt Babis Drakas. Das ist zurückgelegt auf den Torwart und haben wir das Torwart-Tor. Jeder Treffer, wie gesagt, ist jetzt entscheidend. Klasse gespielt und das Tor für den VfB. So, das ist wieder Frimpong. Frimpong trifft zur Entscheidung. Das war's. Daniel Frimpong. Und jetzt das Tor für die Kölner nach der Ecke. Klasse behauptet. Da lange festgehalten, Abpraller genommen. Super Tor. Mit ganz viel Willensstärke. Überzahlspiel, kriegt den Ball nicht rüber zu CC. Bleibt aber bei Köln oder tunnelt er? Den Gegenspieler einfach selber. Viktor Vielbock. Klasse rumgedreht, CC. Und da ist er wieder. Mit dem 3:1. In der letzten Spielminute. Da gibt's auch mal die Möglichkeit, da gibt's auch mal das Tor. So, erste Chance und das erste Tor für die Mainzer. Und natürlich Danny Schmidt. Mal wieder erfolgreich. Und damit den Ausgleich. Und der nächste Treffer für die Mainzer. Jetzt schnell geht Überzahl. Das war klasse gespielt. Und das 3:1 für die Mainzer. Und es ist wieder Danny Schmidt. Und dann haben wir den Anschlusstreffer durch Brandon Monte. Klasse Tempolauf. Überzahl nach vorne. Und der Ausgleich. Jetzt kommen die Mainzer wieder in Überzahl, gute Schussposition, quer gespielt. Diese Möglichkeit, Tor für Mainz. Nächste Möglichkeit. Schussversuch und der Treffer. Doppelpack, Enes Shabani, die Entscheidung. Schussversuch und dann der Treffer. 11 Sekunden auf der Uhr, Berlin spielt jetzt aus, Berlin spielt's aus. Berlin macht das 2:0. Die Frankfurter jetzt mit der ersten Möglichkeit dabei sind und im Nachgang treffen. Wunderbar, genau in die Ecke vollendet. Ball sprang sofort wieder raus. Und jetzt die große Möglichkeit. Jawohl, und der Ball ist drin. Abschluss und der Anschlusstreffer. Und jetzt der Ausgleich durch Bent Andresen. Da ist wieder Andresen, jetzt mit der Möglichkeit. In der Überzahl. Kriegt den Ball nicht über Andresen, macht selber Tor für den HSV. Spiel gedreht. Und da haben wir den Treffer. Co-Produktion da. Und ist der Angriff der Leipziger. Und sie sind einfach brutal effizient. Nächster Schussversuch und toller Treffer. Ist ein guter Abschluss, Nachschuss und der Treffer. Und das dürfte jetzt die Vorentscheidung gewesen sein. Gute Möglichkeit. Jetzt nochmal die große Chance auf 5:0 zu stellen. Klasse rübergelegt und da darf Lorenzo Coco treffen. Jetzt mal der Treffer für die Gladbacher. Und nochmal das Aufbäumen der Gladbacher. Also sie geben nochmal alles und das finde ich eine klasse Einstellung. Und das war klasse gespielt. Luis Köster. Klasse Tor. Ball gewinnen und der Abschluss. Benjamin Nesic. Nächster Versuch. Nachschuss. Und den lässt er sich nicht nehmen. Luis Köster. Und jetzt der Treffer für Königsblau. Leo Weichert. Wenn jetzt das Tor fällt, fress ich einen Besen. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ihr müsst es ausspielen, ihr müsst den Ball laufen lassen. Jetzt die Möglichkeit. 2:4. Dann der nächste Ballverlust. Wird das die Entscheidung? Klasse rumgelegt, das wird die Entscheidung. Technisch toll gemacht. Nochmal das Spiel mit der Bande. Überzahl jetzt vor dem Tor. Klasse rübergelegt. Wunderbar, geht der nochmal über die Linie. Der Kapitän und Dammer. Das erste Tor im Spiel für den BVB. 1:0. Dortmund jetzt im Angriff. Klasse Drehung. Kriegt er den Abschluss noch? Jawohl! Den kriegt er! Und wie? Klasse Doppelpass. Nächster Abschluss. Und das 3:0! Jetzt drehen sie ja richtig auf hier.
Zimpel in Position. Martha macht's alleine. Martha macht's alleine. Zimpel 4-0. Borussia Dortmund. Und jetzt der Treffer für die Bremer. Jetzt gegen Polat Buku. Zweiter Versuch. Und das 5:1 für Borussia Dortmund. Und dann der nächste Treffer. So, jetzt die Riesenchance wieder auf 6:2 zu stellen. Und genau das passiert. Was ist das denn für ein Spiel? Unglaublich viel Tempo. Jetzt die Bremer aber rüber gespielt und den Feldstands eigene Tor ab. Hafani Buraima. Dortmund-Fans, Bremen-Fans, beides da. Und dann ist Martha erneut da. Polat aus der Drehung. Nächster Treffer. Ole, jetzt kommt der BVB, wird abgelöst durch das Nebelhorn. Weil ständig irgendwas passierte. Und wir haben das 7:5. Vielleicht jetzt nochmal das 7:6. Dann klingt das hier nach 9 Meter Schießen. Der Treffer fällt. Nicolas Fenske.